Moin, ihr Sahneschnitten. Heute möchte ich kurz mit euch über das Derby zwischen Juventus und Torino gestern quatschen. Viel Spaß! Grauenhaft. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Einfach ein grauenhaftes Spiel von uns. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich hasse den Fußball, den Allegri spielen lässt. Und wenn wir am Ende die Champions League Quali verpassen, dann ist er meiner Meinung nach der Grund dafür. Mit dem Kader, den wir haben, muss man besser spielen als sowas. Kaum Ideen, wenn der eine Plan nicht aufgeht, dann gibt es keinen Plan B und 0,0 Risikobereitschaft. Man kann nicht jedes Spiel immer gewinnen und nicht immer gut spielen, aber das, was Juve regelmäßig unter Allegri spielt, ist nicht mal ansatzweise gut, sondern einfach nur Müll. Die Mannschaft braucht meiner Meinung nach einen richtigen Trainer. Jemanden, der eine gute, moderne, offensive Spielidee hat. Jemanden, der Fußball spielen will und die Mannschaft wachsen lässt und sie nicht hemmt und einschränkt. Zum Spiel gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, leider, denn gefühlt ist nichts passiert. Bremer war wie gewohnt überragend, hat Vlahovic komplett aus dem Spiel genommen bei Torino und De Ligt war wie fast immer fantastisch bei Juve und der Rest auf dem Platz war eher so lala. Wenn man am Dienstag in der Champions League gegen Villarreal so auftritt, wird man aus dem Stadion geschossen, da lege ich mich fest. Irgendwann muss sich endlich etwas ändern. Mit Allegris Vertrag ist er leider so gut wie unkündbar, was eh schon komplett dumm war und ich will nicht ständig irgendwie auf den Trainer gehen, aber für mich ist er der Hauptverantwortliche für diesen Anti-Fußball und für die schwache Saison. Wie gesagt, mit dem Kader, mit der Mannschaft musst du besser spielen, besser performen und die Champions League Qualifikation sollte das Mindeste sein. Aber wirklich das Mindeste. Aber wenn man so weiterspielt, dann wird man die Champions League Plätze definitiv verpassen. Und das wäre ein Skandal. Aber naja, genug Gejammer für heute. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Habt einen entspannten Samstag. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.